es wird Zeit, Deutschland zu verlassen. Es ist nämlich 5:05. Ich habe die Batterie aus der Uhr genommen. Wir haben gerade für unseren anderen Kanal noch ein Video gedreht hier und nutzen die Zeit, die wir jetzt noch hier haben, um einen Kommentar zu beantworten, den ich mir gescreenshottet habe. Das ist bestimmt auch kein echtes Deutsch. Ich lese mal vor und dann würde ich gerne mal über das Thema reden, weil das ist gar nicht... Ich habe den Kommentar übrigens noch nicht gelesen. Genau. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Lars. Habe in Erfahrung gebracht, dass Waldorfschule nicht mehr existiert. Was ist die Alternative? Wir würden gerne eine deutsche Schule besuchen, um Informationen zu erhalten. Ich danke dir im Voraus für deine Rückmeldung. Und ich habe ihr geschrieben, wir werden dazu ein Video machen, weil das ist jetzt wirklich tatsächlich ein Problem. Ja? Wir sind damals hierher gekommen, 2021. Ich muss mich gerade mal aufstoßen, ich habe gerade was getrunken, Entschuldigung. Und hatten uns über Schulen im Vorfeld nicht wirklich Gedanken gemacht. Wir hatten gehört, hier gibt es eine Waldorfschule. Wir wussten aber, es ist in Deutschland sehr schwierig, einen Platz irgendwo an der Waldorfschule zu kommen. Und dann haben wir halt gesagt, wir gucken uns die mal an. Dann haben wir da relativ, ich glaube, waren es 5 Minuten? Nee. Also wir kamen da rein und eigentlich war die Sache entschieden. Ja, ja. Also wir sind halt so Bauchmenschen. Aber angeguckt haben wir uns die Schule, glaube ich, 2,5 Stunden. Ne? Die Lehrerin hat uns die 2,5 Stunden, glaube ich, gezeigt. So lange? Ja, ja. Also ich glaube, insgesamt waren wir 2,5 Stunden da. Ja. Ah ja. Und dann haben wir gesagt, hier, wo kann ich unterschreiben, wo kann ich bezahlen? Ich will für ein ganzes Jahr für unsere 3 Kinder vorausbezahlen. Und dann haben die uns auch aufgenommen, haben zur Schulbescheinigung ausgestellt. Die haben wir per Mail an alle Schulen in Deutschland geschickt und an die, die das dann geworden wären, weil 2 Kinder, eins wäre zum ersten Mal in die Schule gegangen, eins wäre auf eine andere Schule gegangen. Also ich habe es an 4 Stellen geschickt, genau. An die Grundschule, an Gymnasium 2-mal und an eine Förderschule, dass unsere Kinder jetzt halt hier auf die Schule gehen. Genau. Das ist auch alles super geklappt. Die Waldorfschule war nie eine deutsche Schule. Sie hatten deutsche Lehrer auch, ja. Sie hatten viele Leute, die Englisch gesprochen haben und viele deutsch sprechende Kinder, englisch sprechende Kinder. Das war für unsere Kinder sehr einfach, da Anschluss zu finden, Freunde zu finden. Der Unterricht ist aber in der Türkei, in Schulen, die hier anerkannt sind. Ja. Immer in Türkisch, ja. Dann habt ihr halt eine Schule, wo es sehr viele Fremdsprachen gibt oder die Schüler sprechen untereinander. Ja, also ich muss ganz kurz einwerfen, das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich schon Schulen. Es gibt zum Beispiel in Izmir. Ach so, Entschuldigung. Gesagt, es gibt internationale Schulen, es gibt deutsche Schulen, die sind aber irgendwie gekoppelt dann nicht an das türkische System, sondern an das deutsche zum Beispiel. Ja? So Diplomatenschulen, die dann deutsche Schulen sind, die sind dann das deutsche Schulsystem und das gibt es nur ganz, ganz selten. Mhm. Ja? Es gibt hier aber wenig, also hier gibt es keine internationale Schule. Hier gibt es keine Highschool-Schule oder keine russische sonst wie Schule. Es gibt Schulen, die sind in der Türkei anerkannt, weil ich glaube, das geht auch nicht, dass du hier einfach eine Schule aufmachst und sagst, ich mache halt hier eine Highschool und die Kinder, du hast hier die Schulpflicht und die müssen auf eine anerkannte Schule gehen. Mhm. In Deutschland ist das ganz genauso. Mhm. Die müssen auf eine deutsch anerkannte Schule gehen. Es gibt aber englische Schulen in der Nähe von Botschaften und so, aber das sind dann Ausnahmen. Ja? Genau, also ich glaube, in Izmir gibt es zum Beispiel, in Istanbul und in Ankara. In Antalya müsste es theoretisch eigentlich auch, weil da gibt es ja auch eine deutsche Botschaft, müsste es vielleicht auch eine deutsche Schule geben. Ich weiß es nicht, in Izmir weiß ich, weil da kenne ich welche, die damals waren. Und in Istanbul und in Ankara ist es auch so, aber hier in Alanya eben nicht. Genau. Und es gibt auch keine offiziell anerkannte englischsprachige Schule. Nein. Es gibt Schulen, die sprechen mehr Englisch. Es gibt Schulen, die sprechen fast nur Türkisch. Es gibt Schulen, die sprechen vielleicht ein bisschen mehr, haben mehr Russischunterricht oder so. Und jetzt ist wirklich das Problem. Die Waldorfschule war für viele, viele Leute, die dann gerade nach uns dann kamen, im Jahr drauf, ein Anlaufpunkt, dass die herkamen, sagen, wir können jetzt erstmal dahin. Vielen hat es auch nicht gefallen. Ja. Die Schule hatte auch viele Ecken und Kanten und am Schluss war es nicht mehr gut, deswegen ist sie auch kaputt gegangen. Ja. Hat einfach nicht mehr funktioniert. Aber es war einfach für die Leute zu starten hier. Ja. Schulbescheinigung zu bekommen, die in Deutschland quasi Kinder aus dem System zu holen, hier zu starten und dann sagt man nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, haben wir auch Freunde gehabt, die dann auf den staatliche Schulen gesagt, die lernen mir hier nicht genug oder das ist, dieses Konzept ist nichts für dieses eine Kind und dann haben die das eine Kind in eine staatliche Schule gepackt oder auf eine andere Privatschule, wo mehr Wert gelegt wird auf das und das oder dies. Nicht, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Genau, aber es war halt ein super Anlaufpunkt. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr da. Das gibt's nicht mehr, weil die Schule nicht mehr existiert. Existiert, genau. Also das Gebäude nur noch,
aber eben dieses Waldorf-Konzept, diese Waldorf-Schule eben nicht mehr. Und diese Offenheit und Flexibilität vielleicht auch. Ja. Ja. Oder diese hohe Anzahl an deutschsprachigen. Da war halt auch eine deutschsprachige Lehrerin und dann noch eine deutschsprachige Lehrerin. Also der große Unterschied für mich ist tatsächlich jetzt so, ich gehe ja noch in das gleiche Gebäude. Genau. Ja, aber da spricht praktisch niemand Englisch. Also ich habe jetzt mit dem Englischlehrer von meinem Sohn, mit dem habe ich mal telefoniert. Ich war so glücklich, weil der mit mir sehr gut eben Englisch sprechen konnte. Aber wenn man kommt rein, es ist überall, gerade in diesen Verwaltungsbereichen, da spricht niemand Englisch. Und das war eben auf der Waldorfschule anders. Wenn man da Englisch konnte, konnte man sich im Prinzip mit jedem, fast mit jedem, bis auf ein paar Ausnahmen, konnte man sich unterhalten. Ja. Und es gab eben mehrere deutschsprachige Lehrerinnen oder Lehrer dann auch oder welche, die eben sehr, sehr gut Englisch konnten. Und dadurch war das Ganze natürlich einfach sehr viel einfacher. Und die Schule an sich war eben auch offen, dass man reinkommen konnte als Eltern. Das ist eigentlich bei den normalen türkischen Schulen nicht so erwünscht. Da muss man sich vorne am Tor bleiben und dann muss man schon einen triftigen Grund haben, um da jetzt reingehen. Einen Termin machen. Ja. Ne? Und dann wird man auch reingelassen. Hat aber ja alles seine Vor- und Nachteile. Genau, ne? Ja. Also es wird auch immer gesagt, es geht aus Sicherheitsgründen. Ja. Ich finde es auch gut, dass da nicht einfach irgendjemand reinrennen kann und so. Wir haben jetzt nur zur Erklärung, unsere beiden Kinder sind in der Nachfolgeschule, ohne den Namen jetzt zu nennen, das würde ich jetzt mal lassen, von der Waldorfschule, weil das einfach aus vertraglichen Gründen so war, dass wir was vorbezahlt hatten, haben das Geld dann wieder gekriegt und konnten dann für den gleichen Preis die Kinder da rein. Die wollten die auch gar nicht gerne haben eigentlich. Also das ist eben auf den Privatschulen so, ne? Da musst du eigentlich nachweisen. Also du musst als Bittsteller, bitte, musst dann nachweisen, dass als Ausländer, dass deine Kinder halt auch Türkisch sprechen, ja, und ausreichend. Und weil es macht natürlich klar Probleme, weil es ist auch ein sehr hochgestochenes Türkisch, was die sprechen. Ja. Und das sind sehr viele Fachbegriffe. Das ist schon natürlich eine Herausforderung, auch für unsere Kinder jetzt. Ja. Und, aber sie kommen jetzt klar. Genau. Also unsere beiden Jungs, die sind auf einer Schule, wo ich jetzt denke, es waren jetzt sehr viele positive Sachen, die jetzt rausgekommen sind, dass es einen internationalen Abschluss machen können da, dass es plötzlich 16 Stunden Englisch gibt, jetzt soll es plötzlich Spanischunterricht geben. So. Den gibt's jetzt sogar. Gibt's ja, also ich glaube das ja immer. Hat er gestern seinen ersten Spanischunterricht gehabt und hat mit mir Spanisch gesprochen. Ja. Krass, also ja, ganz ehrlich, also da bin ich echt froh. Also das ist jetzt, was, wo man sagen kann, da kann man vielleicht drauf achten, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Also an dieser Schule ist es zum Beispiel so, dass die anscheinend auch in der Grundschule Spanischunterricht haben. Und weil unser großer Sohn jetzt in einer Klasse ist mit lauter Fremdsprachlern sozusagen, die machen eben jetzt diesen internationalen Abschluss, wo sie im Ausland dann studieren können mit. Und deswegen sprechen die jetzt Englisch miteinander, weil das natürlich die gemeinsame Sprache ist. Und jetzt dürfen sie eben deswegen jetzt auch in der Oberstufe noch diesen Spanischkurs machen, was super motivierend ist eben für unseren großen Sohn. Mhm. Und danach könnte man gucken. Also das wussten wir zum Beispiel vorher gar nicht, dass es das gibt. Ich würde ganz gerne noch was ganz Wichtiges sagen, wenn mir das gerade einfällt. Ein Teil der Lehrer, die in der Waldorfschule waren, sind jetzt bei einer anderen Schule. Genau. Die kennen uns dann nicht so aus. Den Namen können wir mal sagen. Wie heißen die? Hasbatsche. Wie schreibt man das? H-A-S-B-A-C mit diesem Strich. Hasbatsche. Da kommt noch irgendwo ein H drin vor. Gut, aber also, das können die aber das über ist Google in der Nähe Maps. Von, genau, ist in der Nähe von dem 5M-Mikros. Das ist ein Viertel sozusagen nochmal in Alanya. Und da gibt es alles Mögliche. Da gibt es eine Hasbatsche-Straße und einen Hasbatsche-Park und was weiß ich. Und da ist diese Schule auch. Genau. Und es kann sein, dass da vielleicht auch einfacher ist, für Ausländer zu starten. Wissen wir jetzt halt nicht. Wir hatten nicht die Möglichkeit. Ich weiß auch nicht, wer von den Lehrern da jetzt hingegangen ist. Aber man kann jetzt einfach auch dazu sagen, es ist nicht mehr so einfach, weil viele haben diesen einfachen Weg über die Waldorfschule gewählt, um herzukommen. Und dann sind viele nach einem Jahr wieder woanders hin. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Du fängst erstmal an, du schaust dir erstmal um. Vielleicht siehst du auch eine Wohnung und sagst, mir gefällt's ja gar nicht, ich will dann doch woanders hin. Weil viele sind in ein Haus, dann doch in eine Mietwohnung, in eine Wohnung rein. Weil du bist halt mit einem Haus, hast du sehr viel Verantwortung. Du hast nicht die Infrastruktur wie von einem Haus mit Generator, Notwasser, eine Hausgemeinschaft, die sich gegenseitig auch hilft. Andere und so. Kinder, gerade andere wenn du Kinder, mit den Kindern herkommst. Nähe zu Schulen, ja, wir haben ja ganz viele Schulen, ja, auch in der Nähe. Und die Häuser sind halt meistens woanders, wie Villen, ja, in ruhigeren Gegenden. Da gibt's halt dann nicht so viele Schulen. Und nicht so viele Supermärkte. Genau, und solche Sachen. Und nicht so viele Apotheken. Ja, ich liebe Apotheken. Ich spiele ja gerne selber Arzt. Gut, also
es gibt hier noch eine ganze, ganze Menge Privatschulen. Ja, mhm. Reden wir über die Privatschulen. Und die ändern sich aber auch ein bisschen von der Struktur, wie viel, welche Leute die annehmen und so. Da müsst ihr halt tatsächlich am besten mal herfahren und alle mal abfahren. Genau, ja? Und dann müsst ihr noch gucken, was passt in euer Budget, weil das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ne? Ja. Also wir hatten mal mit jemandem gesprochen, da haben wir aber mit den Ohren geschlackert, weil es war immer hier schon das Geschrei, die Waldorfschule, die wird zu teuer und so. Weil die natürlich durch die Inflation auch immer jedes Jahr ihre Preise erhöhen mussten. Ja. Und wenn du dann halt schon seit 5 Jahren da bist oder weißt, wie die Preise in Deutschland sind, dann war das immer schon so ein bisschen so Rumgemeckere. Und dann hat er uns erzählt, also die wollte 750 Euro, kostet die, und die andere kostet 1000 Euro. Und wir so, was? Im Monat pro Kind. Ja. Und bei manchen Schulen, zum Beispiel bei der Waldorfschule, kriegst du es schon bei dem zweiten Kind, gab es Rabatt. Und es gibt Schulen, da gibt es erst beim dritten Kind Rabatt. Und es gibt wahrscheinlich Schulen, da gibt es überhaupt gar keinen Rabatt. Ja, ja, genau. Deswegen am besten dann mal herkommen, auf Google Maps schauen, ja, weil die ziehen ja auch andauernd um, aber unsere neue Schule hat sofort das auch alles geändert. Alles auf der Webseite. Auch auf Google Maps war dann sofort. Ja, stimmt, genau. Also wirklich, oder Yandex, das sind zwei Tipps. Google Maps und Yandex Maps, weil manche Sachen stehen bei Yandex, was bei Google nichts ist, weil Yandex ist hier sehr viel verbreiteter bei vielen Sachen als Google. Also die beiden Sachen vielleicht mal aufmachen, ruhig in Deutschland gucken, School oder Private School, Alanya oder School Alanya, und dann werdet ihr die alle finden. Dann findet ihr vielleicht 7, 8, 9, 10 Schulen, dann schreibt die mal an, die haben vielleicht eine WhatsApp-Nummer drin, vielleicht haben die auch Telefonnummer. Ich musste bei unserer neuen Schule anrufen letztendlich, wo wir da in der Verwaltung der staatlichen, da kommen wir auch noch drauf, waren, und da haben die gesagt, for English press 9 und so. Also dann rufen die irgendjemanden, der doch irgendein Englisch kann, wenn da jemand anruft. Also ihr könnt auch mal versuchen, da anzurufen. Ja, also die Privatschulen, da muss es auf jeden Fall jemanden geben, der Englisch kann, weil es muss ja Englischunterricht stattfinden. Ja, also genau. Auf den Privatschulen, das ist nämlich der große Unterschied. Auf den Privatschulen wird Englisch unterrichtet. Das ist auf den staatlichen Schulen tatsächlich so, dass das sehr vernachlässigt wird. Ja. Also, die Königsklasse in meinen Augen, wenn man sich für eine Privatschule interessiert, ist, ihr kommt hierher, bucht euch einen vereidigten Dolmetscher, mal für einen Tag oder für zwei. Das kostet ein paar hundert Euro. Derjenige, diejenige hilft euch dabei, bei allen Terminen zu machen, kann den Türkisch anrufen. Ihr fahrt das ab, an einem Tag mal 5 hier, an einem anderen Tag mal 5 da. Dann habt ihr einen guten Eindruck, könnt alle frei offenen Fragen klären. Und dann auch, wenn es darum geht, hier, können die überhaupt Türkisch, bla bla bla, dann kann dann derjenige auch dann euch helfen. Also das wäre die Königsklasse in meinen Augen, um das Maximum rauszuholen. Die kennen auch dann die Tricks und so. Also wir hatten zum Beispiel bei dem Wechsel auf diese neue Schule ja auch unsere Übersetzerin mit dabei. Und wir haben da gekämpft wie die Löwen und haben bis sie rumgeschrien. Wobei rumschreien hier nicht viel bringt. Also, aber ich meine, wir haben jetzt auch nicht wirklich rumgeschrien. Wir waren aber schon sehr bestimmt. Aber es hat eben den Vorteil, selbst wenn man die Sprache einigermaßen kann oder selbst wenn man sie sehr gut kann, es ist teilweise ganz gut, so einen Puffer dazwischen zu haben. Ne? Also es ist nämlich, also wenn man dann einen guten Übersetzer hat, der weiß dann auch, wie er was übersetzen kann, dass das passt. Ja? Weil wir haben dann natürlich auch schon so Sprüche gemacht, so, ja, wen soll ich jetzt hier verklagen? Das hat sie natürlich dann auch nicht so übersetzt. Ja? Aber es ist, meine Emotion muss dann raus, ich bin da sehr emotional. Ja? Und ein Übersetzer kann dann einfach so ein bisschen abpuffern, ohne dass man sich da jetzt gleich irgendwie vielleicht in die Nesseln setzt. So. Was genau. Ist denn das hier? Machen Sie das überhaupt hier richtig? Genau. Ja? Eine Alternative zu Privatschulen, was wir ja jetzt am eigenen Leib mitbekommen, sind staatliche Schulen. Es gibt hier so viele Schulen. Ja. Es gibt hier runter eine Grundschule, eine Vorschule, also quasi einen Kindergarten, eine Mittelschule, eine Liese ist jetzt hier. Da drüben ist ja auch, nee, hier ist die Mittelschule. Ne? Die Mittelschule ist hier, unten ist Kindergarten, Grundschule und Oberstufe. Also hast du eigentlich in den normalen Stadtteilen, im Umkreis von einem Kilometer, hast du eine Schule. Ja, also wir haben jetzt drei Grundschulen hier in relativer Laufnähe. Genau, wir hatten da bei Google Maps geguckt, als wir für unsere Tochter eine staatliche Schule, wieso ist unsere Tochter jetzt auf einer staatlichen Schule? Wieso ist die nicht auf eine Privatschule? Die hat ja eine Behinderung, und auf der Waldorfschule hatten wir dann eine Angestellte zusätzlich eingestellt. Also die Schule hatte sie eingestellt, wir haben die bezahlt, ja, mit also Mindestlohn plus
diese ganzen Sozialkosten, Rente, bla bla bla. Und die hat dann für uns gearbeitet und hat dann sich um unsere Tochter hauptsächlich gekümmert. Mhm. Und hat, dadurch ging das nicht. Da war eine individuelle Forderung, die war von uns angeregt. So, das ging jetzt die ersten drei Klassen ganz gut. Jetzt mit der vierten Klasse war halt zu Recht der Einwand von den Direktoren dieser neuen Schule, mhm, die Waldorfschule geschluckt haben, sozusagen, also das Gebäude und auch deren Schüler, gesagt, ja, aber in der vierten Klasse gibt es halt schon Noten und so. Und wenn die hier nicht im System ist, dass die halt eine Behinderung hat, ja, dann wird das nichts. Ihr müsst zu so einem Amt zur Förderung und Entwicklung, müsst die testen lassen, lalala. Und das war eine gute Anregung, weil dadurch ist sie jetzt anerkannt. Ja. Ihr wurde eine Schule zugewiesen. Da ist sie jetzt in einer Sonderpädagogikklasse drin. Wir müssen uns da jetzt noch einspielen. Hier ist alles anders als in Deutschland. Es ist nicht so, als ob wir eine eigene Angestellte hätten, die wir sagen, mach das bitte so und so. Ja. Ja, wir müssen uns da jetzt auch anpassen. Das fällt uns schwer. Aber man kann sagen, ich habe heute zum Beispiel meinen Versicherungsmakler getroffen, heute Morgen beim Wegbringen meiner Tochter. Mit, ah, was machst du denn hier? Ja, meine Tochter geht jetzt hier auf die Grundschule. Ja, mein Sohn geht hier in die Vorschule, also in den Kindergarten. Also es ist auch so eine Vorbereitungsklasse jetzt auf die Schule nochmal. Und man ist halt mehr dann verbunden mit den Leuten, mit denen man eh schon zu tun hat. So in seinem Viertel halt. Ne? Ja, also mit seinem Friseur, mit seinem Metzger, mit seinem Bäcker, mit seinem Floristen, mit seinem Versicherungsmakler, mit seinem Autoreparaturmensch. Ja? Man ist dann, die Integration wird da viel schneller stattfinden. Mhm. Und die Kinder werden viel schneller Türkisch lernen, weil nicht so viele Ausländer da sind. Genau, und wir haben jetzt das Glück, Der Direktor von dieser Grundschule ist sehr nett. Der kann sehr gut Englisch, weil er Englischlehrer ist und er will Deutsch lernen. Er hat mit uns jetzt viel Deutsch geredet sogar. Also super gut Deutsch. Also ich finde das auch, ja. Und also das ist natürlich ein Glücksfall. Ja. Und er ist sehr bemüht, ja. Aber auch natürlich arbeitet im Interesse seiner Schule und seiner Lehrer. Das ist nicht wie bei einer Privatschule, dass du sagst, ja, wenn ihr das nicht macht, was wir sagen, gehen wir halt weg und ihr kriegt kein Geld mehr. Bäh. Sondern der hat 600 Schüler. Der muss jedem gerecht werden. Mhm. Der muss sein Personal zurecht werden. Der ist schon auch ein bisschen harter Hund. Ja, aber sehr freundlich, sehr charmant und so. Aber merkt halt so, okay, der hat so ein bisschen geführt, so, dann merkt man so, okay, wir müssen uns ein bisschen anpassen und das ist auch in Ordnung. Ja. Weil dafür müssen wir jetzt auch tatsächlich nichts bezahlen, weil es ist Schulpflicht hier, die Kinder müssen hier in die Schule gehen, wir haben Aufenthaltsgenehmigung und die Kinder, die hier sind, müssen in die Schule gehen. Mhm. Ja. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, da kennen wir uns nicht so aus, da gibt es aber andere, die sich vielleicht damit auskennen, ist Online-Unterricht. Ja. Ja, man kann eine internationale Online-Schule besuchen, das wird hier erlaubt von der Türkei, in Deutschland ist das nicht erlaubt, ja. Aber dann geht man quasi zur Schule, macht einen Highschool-Abschluss oder irgendeinen anderen Abschluss, einen UK-Abschluss oder sowas, hat Online-Unterricht, hat natürlich keine anderen Kinder, nur halt online, man hat keinen Kunstunterricht, kein Sportunterricht. Genau. Also nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob man da Kunstunterricht und Sportunterricht hat. Weiß ich nicht. Jetzt alle mal. Ja. Keine Ahnung. Also das wissen wir tatsächlich nicht. Genau. Und für manche Kinder mag das funktionieren oder auch für Eltern, die nicht so viele Kinder haben oder ganz viele Kinder. Oder für Leute, die halt auch reisen wollen. Das geht ja dann gar nicht. Unabhängig sein wollen. Ist es halt natürlich auch eine Option, aber wenn ihr jetzt irgendwie irgendwo Standort, ne, und ihr habt nur ein Kind, ich finde es ein bisschen schwierig, also da muss man dann wirklich gucken, dass man dann sein Kind eben noch anders auch fördert und beschäftigt sozusagen, ne? Ja, weil, also die Sozialisierung darf da nicht zu kurz kommen. Ja, was es auch noch gibt, ist wirklich deutsches Schulsystem als Online-Schule ist sehr teuer, ich glaube, kostet um die 500 Euro oder noch mehr, da muss man sich auch die Bücher schicken lassen. Mhm. Ja. Du kannst also tatsächlich in deutsche Schule gehen online, dazu musst du aber gewisse Kriterien erfüllen. Du musst wirklich abgemeldet sein, du brauchst so irgendeine Legitimation, warum dein Kind jetzt nicht auf eine Schule hier in der Türkei oder in Sri Lanka gehen soll. Gibt es, ist teuer, muss man sich mal informieren. Wir hatten uns damals in Corona-Zeiten mal informiert, wie man das machen kann. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten. Aber wir haben viele Leute, die halt ihr Kind auf so eine Online-Schule gepackt haben, einfach um die Ruhe zu haben und aber auch die Verpflichtung nachzukommen, dass die eine Schulbildung kriegen. Ja, oder halt eben auch aus eigenem Interesse. Ne? So, ich kann ja mal ein ganz positives Beispiel jetzt mal sagen mit unserer Tochter. Heute Morgen, wir haben den Freitag, ne? Mhm. Genau, sie war jetzt den fünften Tag. Also es ist genau eine Woche, es ist letzte Woche Freitag, den ersten Tag in die Schule gegangen. Ich bin am Schultor, bringe sie rein, die hat eine Behinderung, das bedeutet, die ist nicht so gut in der Orientierung wie andere Kinder. Sie ist schon ganz gut, aber sie ist nicht so gut wie andere Kinder. Ja, und das Ablösen ist halt einfach auch genau, nicht so, und, ja, ne?
Und dann kommen die anderen Kinder von der Sonderpädagogikklasse und nehmen sie an der Hand und wollen sie hochbringen. Und dann habe ich sie gefragt, willst du mit denen hochbringen? Ja, will ich. Dann habe ich ihren Rucksack angezogen und dann ein Junge an der einen Hand und ein Mädchen an der anderen Hand. Und dann gingen die ins Schulgebäude und haben sie in den dritten Stock gebracht, in die Klasse. Ja. Und da sind fast die Tränen runtergelaufen. So herzlich. Und das ist halt das Tolle, dass es so eine Integration sind. Die spielen, die behinderten Kinder, die besonderen Kinder spielen mit den anderen Kindern am Schulhof. Und die anderen Kinder nehmen die nicht wahr als was Besonderes. Also was anderes. Ja. Also klar, die sagen, okay, die sind in dieser einen Klasse, aber das ist in meinen Augen Integration. Ja. Das bringt nichts, wenn so ein Kind in der normalen Klasse sitzt. Nee, das stört. Also das ist halt so, die stören dann schon natürlich. Unsere Tochter gewissen, das stört auch. Total. Ja. Also die würde die ganze Klasse sprengen, ja. Aber ja, also deswegen hatte sie ja auch eben auch in der Waldorfschule eine Betreuerin, ja, weil sie dann einfach sich unter den Tisch gelegt hat, gerade in der ersten Klasse, ne, hat die sich halt unter den Tisch gelegt und hat angefangen zu malen. Und die hat auch gerne mit der Wachsmalkreide von unten die Tische voll gemalt. Ne? Das geht halt nicht, kann ja auch nicht das Schuleigentum da verunstalten. Ja, ja, und deswegen hatte sie ja diese Betreuerin. Und ich finde das aber wirklich eine total super Lösung, so eine Klasse in der normalen Schule zu haben, weil die anderen Kinder dann auch in Kontakt kommen mit Kindern mit Behinderung und lernen vielleicht, okay, die sind ein bisschen anders, da muss ich vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen oder einfach, dass sie es halt auch sehen im Stadtbild. Weil es geht in Deutschland, ist es ja tatsächlich immer weniger. Hier sehe ich deutlich mehr behinderte Menschen, nicht nur Kinder, sondern auch Menschen. Auch in normalen Jobs? Ja, auf jeden Fall. Ne? Gestern der Paketmann hatte keine Finger an der einen Hand. Ja. Und das hast du ganz oft. Und normalerweise würdest du denken, ja, Moment, du kannst ja gar nicht richtig Auto fahren und dann sollst du dieses Gerät noch bedienen und hast doch ein Paket in der Hand. Das ging. Alles super, ja. Und du hast hier ganz oft Reibungspunkte mit irgendwelchen Leuten. Oder das eine Café, das Handschuh, muss man mal positiv erwähnen, die haben auch jemanden mit Down-Syndrom, glaube ich, in der Stadt, die das Eis ausgibt, ja. Und hier werden die Behinderten halt mehr integriert, weil es einfach mehr zur Normalität gehört. Ja. Wenn du mit Behinderten, ich sag mal Behinderten, ja, muss ich immer Special oder sowas sagen, zusammen auf die Schule gehst, dann hast du damit keine Berührungsängste, wenn du da mal 30 bist und sagst, oh Gott, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Bei uns ist egal, wollen wir gar nicht über das Thema reden. Es ist nicht mehr so einfach, man muss mal so sagen, man kommt her, geht in die Waldorfschule, schaut sich ein Jahr um und in dem Jahr kannst du halt gucken, was, ich finde eine bessere Schule, ich habe eine andere Lösung, ich mache Online-Schule, ich mache eine staatliche Schule, bla bla bla. Das ist halt nicht mehr so. Ihr müsst halt herkommen und müsst irgendwie mal starten. Das ist, ja. Genau. Der einzige, also es gibt halt eben das Hasbatsche, wo einige von den alten Lehrern von der Waldorfschule sind. Und was mir gerade noch eingefallen ist, falls ihr Grundschulkinder habt, es ist so, dass in dem Gebäude, wo die neue Schule jetzt ist, in der Grundschule gibt es tatsächlich noch die Trennung quasi Waldorf-Konzept und das normale Privatschulkonzept. Also da habt ihr die Möglichkeit, euer Kind noch in der Grundschule in diesem alten Konzept anzumelden. Und da ist auf jeden Fall noch die deutsche Lehrerin, die ist auf jeden Fall noch da. Und es gibt auch noch eine, in welcher Funktion weiß ich nicht, eine Lehrerin, die auch früher an der Waldorfschule war, die da so ein bisschen, ja, die Organisation, glaube ich, auch macht. Und die spricht eben perfekt Englisch. Und es gibt auch einen Waldorf-Kindergarten. Genau, und der Kindergarten ist komplett Waldorf. Der ist auch in demselben Gebäude. Genau, der ist in demselben Gebäude, weil das hatte die andere Schule gar nicht. Die hatten keinen Kindergarten, deswegen ist der Kindergarten noch komplett Waldorf. Die Grundschule ist zweigeteilt und danach ist es dann eben, ja, komplett normales Privatschulding. Genau. Und ich weiß, es ist jetzt nicht mehr so einfach. Es war wirklich super easy, mal herzukommen, mal zu starten. Viele haben diesen wirklich einfachen Weg auch genommen. Aber guckt einfach mal, wie es läuft. Ja, es ist hier tatsächlich auch nicht so. Hier rennt euch nicht unbedingt jemand hinterher, ja, wenn ihr jetzt die Kinder nicht gleich anmeldet. Ja, ne? Also aber weiß, ihr müsst natürlich gucken, wie ihr das mit Deutschland macht. Ne? Genau. Falls ihr euch abmeldet, dann ist es sowieso egal. Ja, dann sagt Deutschland, ja, da haben wir nichts damit zu tun. Wenn ihr aber auf irgendeiner Schule wart, müsst ihr denen irgendwas schicken. Mhm. Sonst gehen die Alarmglocken ran. Wo ist das Kind? Was macht das Kind? Warum ist es im Ausland? Ja? Mhm. Geht es überhaupt zur Schule? Warum habt ihr das mitgenommen? Also ihr müsst das irgendwie aus dem System rauskriegen. Ja? Mhm. Und vielleicht geht das mit so einer Online, naja, das akzeptieren die wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, also da wissen wir nicht, wie andere Schulen die entgegenkommen, die jetzt sind, wenn man sagt, hier, ich will eigentlich nur diesen Zettel haben oder so, ja. Ich will gar nicht, dass mein Kind hier in den Unterricht geht. Das weiß ich nicht, kann unter Umständen auch ein sehr teurer Zettel werden, ja. Aber
das müsste man dann halt tatsächlich im Einzelfall mit der Schule besprechen, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt hier mit einer Schule vor Ort und mache dann aber Online-Unterricht oder sowas. Das wird mit Sicherheit auch möglich sein, bis ihr dann so quasi aus dem System raus seid, ja. Genau, und dann muss man halt einfach mal weiter gucken. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall grundlegend, dass wenn euer Kind hier zur Schule gehen soll, egal ob jetzt auf eine Privatschule oder auf einer staatlichen Schule, zwingend notwendig, dass die Kinder Türkisch können. Genau, wir haben das wirklich unterstützt durch Privatunterricht, der aber auch online war. Ja. Ja, wir haben unsere Dolmetscherin, die ist auch Türkischlehrerin, also sie hat Germanistik studiert. Türkischlehrerin. Genau, und kann das sehr gut beibringen, und die hatten jetzt nicht viel Unterricht, immer eine Stunde pro Woche. Mhm. Das kann man natürlich hochschrauben, ja. Natürlich in der Schule lernen die natürlich jetzt merkt man, das geht ratzfatz hoch, weil die viel mehr halt sich mit dem Türkisch auseinandersetzen, und am schnellsten lernen die Türkisch, gerade wenn sie kleinere Kinder sind, wenn man die auf eine staatliche Schule packt. Packt die, ganz ehrlich, ich würde es jetzt mit meiner Erfahrung wirklich so machen, packt die Kinder auf eine staatliche Schule bei euch um die Ecke, Grundschule. Deshalb habe ich hier mit einer gesprochen aus Jordanien, die ist hier seit der Grundschule hier auf der Schule gewesen. Mhm. Ihr gemeint, ich habe innerhalb von einem Monat konnte ich mit den anderen Schülern reden. Die sagen, was heißt das? Das ist das Blatt, das ist das, das ist das. Mhm. Die lernt einfach von den Mitschülern die ganzen Begriffe, kriegt Freundinnen, geht zu denen spielen und so. Und dann können die Jungen, die haben ja freies Gehirn. Ja, die haben Kapazitäten. Ja. Und die Grundschulkinder haben meistens auch noch nicht so diese Berührungsängste oder diesen Übergangsängste, ja, weil die einfach im Moment leben. Bei unseren größeren Jungs war das halt schon dann so ein bisschen ein Problem. Der eine war dann sowieso, dass der dann in die 5. Klasse gekommen ist, eine weiterführende Schule. Das war sowieso für ihn dann so ein bisschen schwierig. Der Große wollte dann ja sowieso auch weg. Für den war das jetzt nicht so ein Problem. Aber es kommt natürlich dann auch sehr aufs Kind an. Aber das ist Tatsache, das haben wir schon bei vielen gehört, dass die Kinder, gerade wenn die in den Kindergarten, Grundschule, dass wenn man die dann in die staatlichen Schulen packt, dass die innerhalb kürzester Zeit die Sprache packen. Und dann habt ihr einen eigenen Dolmetscher, der euch nichts kostet. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten die Fragen beantworten. Vielleicht finde ich irgendwie eine Google Maps Suche mit Schulen, die ich verlinken kann. Ich gucke mal, ob man das irgendwie machen kann. Oder bei Yandex, dass ihr irgendwie was habt, wo ihr mal draufklicken könnt, wo ihr wisst, na was ist. Ich gucke mal nach. Vielleicht kann ich das einfügen. Ansonsten kann ich vielleicht mal mit den Kommentaren mal gucken. Aber ich kriege das schon hin. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.